Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion, wenn ich mir die Initiativen der Landesregierung ansehe, und die sind ja wirklich überschaubar, dann habe ich den Eindruck, dass sie alles streichen und beiseite schieben will, was ihr zu komplex, langwierig, unliebsam erscheint. Und gerade in einer vielfältigen Gesellschaft reichen einfache Antworten auf differenzierte Sachverhalte aber nicht aus. Als eine der ersten Amtshandlungen der Landesregierung wurde so zum Beispiel das anonymisierte Bewerbungsverfahren mal ebenso als Murks bezeichnet und abgeschafft, und auch fast 5 Monate später liegt trotz der vollmündigen Ankündigung rechtzeitig ein Alternativkonzept vorzulegen. Diese nicht vor, und die Landesregierung kann immer noch nicht die Frage der Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt wirklich beantworten und beziehungsweise sagen, wie sie der entgegenwirken wollen. Und jetzt, was macht die Landesregierung jetzt? Jetzt macht sie sich an die Integrationsräte ran, degradiert sie so zu Kaffeekränzchen und gibt wieder einmal an, dass sie doch ein besseres Konzept zur politischen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten entwickeln wolle. Die Folge der Verlautbarung, überwiegend über die Presse übrigens, ist ein tief zerrüttetes Verhältnis zu den zahlreichen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern, die sich zu Recht in ihrer jahrelangen Arbeit nicht mehr wertgeschätzt fühlen. Die politische Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist eine der tragenden Säulen beim gesellschaftlichen Integrationsprozess, und sie ist ein viel zu drängendes gesamtgesellschaftliches Thema, als dass es mal so mit saloppen Äußerungen angegangen werden darf. Was wir brauchen, ist eine seriöse Auseinandersetzung, wie Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in NRW haben, unabhängig von ihrer Herkunft und Staatsangehörigkeit adäquat am politischen Leben beteiligt werden können. Und zu einer ernsthaften Auseinandersetzung, Herr Minister Stamp, ja, da gehört natürlich auch, dass wir offen aussprechen, wo es bei den vorhandenen Instrumenten auch mal hapert. Und ja, die Vorrednerinnen und Vorredner, Frau Werner und Herr Lenzen, Sie hatten es angesprochen, die niedrige Wahlbeteiligung bei den Integrationsräten von knapp 14% ist ein Problem. Allerdings, guckt man sich die Entwicklung der Zahlen an, stellt man fest, dass bereits alleine schon durch die Zusammenlegung der Wahlen der Integrationsräte mit den Kommunalwahlen 2014 die Wahlbeteiligung sich schon fast verdoppelt hat. Ja, Sie können den Hinweis zu Recht einbringen, dass die Zahl der Wahlberechtigten auch gestiegen sei. Aber ich glaube, das kann man so nicht widerlegen. Und Sie, Herr Minister Stamp, können übrigens an der Stelle stolz darauf sein, dass es vor allen Dingen auch in Bonn die Stadt war mit der höchsten Beteiligung bei den Integrationsräten. Und da, finde ich, ist es doch eigentlich Grund, auch Integrationsräte noch mal als Bonner auch eigentlich zu stärken und nicht zu schwächen. Und im Integrationsausschuss wurde ja auch bereits schon letzte Woche, aber auch hier, Frau Werner, Sie haben es wieder vorgetragen, die geringe Anzahl von Frauen in den Integrationsräten und das zu Recht bemängelt. Ich fand es und finde es allerdings sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet dieser Kritikpunkt aus der CDU-Fraktion vorgetragen wird. Und ich würde mich ja freuen, wenn Sie mit derselben Vehemenz Ihre Kritik zum Ausdruck bringen würden, dass im neuen Bundestag gerade die Frauenquote den niedrigsten Stand seit 1998 erreicht hat. Und zu diesem Negativtrend haben insbesondere die Fraktionen der CDU und FDP beigetragen, und zwar mit nur einem Anteil von 20%, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und an dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis. Während Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und FDP, sich immer noch der Einführung einer Quote verschließen, gibt es aber sehr wohl bereits jetzt schon Listen in den Integrationsräten, die sich dieser Problemlage bewusst sind und sich quotiert aufgestellt haben und darüber hinaus sogar ganz klar auch die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgender in ihrem Wahlprogramm verankert haben, wie zum Beispiel die grün-offene Liste im Kölner Integrationsrat. Auch das kann man sich mal als Beispiel, glaube ich, ans Herz nehmen. Ja, und es bedeutet, dass zu einer ernsthaften Auseinandersetzung deshalb auch gehört, dass man Migrantinnen und Migranten und ihren Organisationen eben nicht mit einer Doppelmoral begegnet, sondern selbst auch mit gutem Beispiel vorangehen muss. Und lassen Sie mich
Also wir hören Sie ruhig zu und lassen Sie mich an dieser Stelle auch in aller Deutlichkeit sagen, es hat mich zutiefst empört und wütend gemacht, dass nach der Verabschiedung der Armenier-Resolution 2016 im Deutschen Bundestag aus einigen Integrationsräten auch menschenverachtende Äußerungen bis hin zur Leugnung des Völkermordes getätigt wurden. Und nicht selten waren übrigens grüne Politikerinnen und Politiker Ziel dieser nationalistischen Attacken. Doch auch auf diese Entwicklung braucht es eine politische Antwort, eine klare Haltung, so wie wir auch auf alle anderen antidemokratischen und nationalistischen Tendenzen reagieren. Und es kann die Antwort darauf nicht sein, ein demokratisches Gremium wie den Integrationsrat gänzlich in Frage zu stellen oder abzuschaffen wollen. Das geht nicht. Denn mit einer klaren politischen Haltung kann nur unsere Einwanderungsgesellschaft auch als eine pluralistische und demokratische gestaltet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, hier der demokratischen Fraktion. Integrationsräte sind für viele Menschen, die eingewandert und für deren sind und für deren Nachkommen, nicht nur irgendein politisches Gremium, sondern immer noch das einzige Gremium, für das sie ein Wahlrecht haben. Und das ist das Besondere an ihnen, im Gegensatz zu den von der CDU und FDP nun in ihrem Entschließungsantrag als Option vorgeschlagenen Integrationsausschüssen. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation 2013 konnten die Integrationsräte in den Gemeinden und Kommunen weiter gestärkt und ihre Rolle als Partizipationsgremium weiter ausgebaut werden. Das war ein wichtiger Schritt nach vorne. Und solange es kein Kommunalwahlrecht für Angehörige von Drittstaaten gibt, haben Integrationsräte die besondere Aufgabe und Verantwortung, durch ihre direkt gewählten Mitglieder den Anliegen von Migrantinnen und Migranten eine Stimme zu geben. Und wir Grüne werden uns auch weiterhin für das kommunale Wahlrecht für Bürgerinnen und Bürger auch aus Nicht-EU-Ländern einsetzen, damit Menschen, die seit Generationen hier leben, endlich auch zu Bürgerinnen und Bürgern erster Klasse gemacht werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben vor Ort ist ein entscheidender Faktor für das Gelingen unserer Einwanderungsgesellschaft. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, auch wenn ich mir Ihren Antrag doch etwas differenzierter gewünscht hätte, ist er aber vom Ansatz her richtig und unterstützenswert, da er nämlich darauf abzielt, Integrationsräte als Beteiligungsgremium zu stärken und auszubauen. Und dem Entschließungsantrag von CDU und FDP lehnen wir ab, weil er eben nicht gewährleistet, wie und ob überhaupt in den geplanten Integrationsausschüssen in den Kommunen tatsächlich auch gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Migrantinnen und Migranten partizipieren sollen. Vielen Dank.